Dieses Jahr wird Dresden eine neue Oberbürgermeisterin oder einen neuen Oberbürgermeister wählen. Wir als Fraktion Freie Wähler im Dresdner Stadtrat haben uns diesem Thema schon letzten Jahres angenommen. Wir haben die Dresdner gebeten, uns Kandidatenvorschläge zukommen zu lassen. Leider hat sich daraus kein Kandidat oder Kandidatin für die Fraktion gefunden. Wir haben im Zuge der Oberbürgermeisterwahl nun alle Kandidaten, die bis zum heutigen Tag sich bereit erklärt haben, anzuschreiben. Alle Kandidaten haben geantwortet. Das freut uns, ist eigentlich eine Normalität. Aber wer den Dresdner Stadtrat in den letzten Jahren verfolgt hat, weiß, dass es doch eine Ausgrenzung gewisser Fraktionen gibt. Und deswegen ist das für uns schon mal ein positives Zeichen, dass alle Kandidaten geantwortet haben. Wir wollen diesen Oberbürgermeisterwahlkampf in den nächsten Monaten sehr intensiv begleiten. Wir haben dafür eine Homepage geschalten, wo sich die Dresdnerinnen und Dresdner informieren können, wo auch die Antwortschreiben eingestellt werden, wo alle Kandidaten auch unabhängig, neutral vorgestellt werden, wo wir Informationen der letzten Jahre zusammengetragen haben, wo man Fragen an die Kandidaten stellen wollen oder kann, wo wir den Dresdnerinnen und Dresdner eine Möglichkeit geben, sich zu informieren und wo auch wir als Stadträte uns ein Meinungsbild erarbeiten wollen, wo wir dann am Ende sagen wollen, das ist unser Kandidat und dazu soll diese Homepage dienen.